Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute haben wir für euch Neuigkeiten von Flying Help. Danach war Dodo wieder unterwegs und dann Tipps aus unserem Fototeam. Und von einem Sportler habe ich noch einen Gruß. Viel Spaß! Vor einiger Zeit haben wir ja beschlossen, gemeinsam mit unseren Gästen uns an Fly and Help, der Stiftung von Rainer Meusch, zu beteiligen. Und wir haben schon so viel erreicht seitdem und da haben wir gedacht, wir rufen ihn doch mal an und fragen, wie der Stand ist. Ich bin Rainer Meusch, der Stiftungsgründer von Fly and Help und unglaublich dankbar, die gesamte AIDA-Familie an Bord zu haben. Ihr unterstützt uns wunderbar und wir haben allein in diesem Jahr weitere 11 Projekte initiieren können von euren Spenden. Davon sind 3 fertiggestellt, also Philippinen war das erste und jetzt geht es weiter in den Entwicklungsländern. Nun, Corona hat uns etwas ins Hintertreffen gebracht. Es kam auch der Lockout in den Entwicklungsländern zustande. Dadurch mussten wir einige Schulprojekte um einige Monate verschieben, aber so langsam kriegt man sie wieder ans Laufen. Die Dorfbevölkerung packt an, unsere Partner vor Ort unterstützen uns kräftig und wir gehen davon aus, dass in wenigen Monaten all die bisher initiierten AIDA-Projekte dann auch fertiggestellt sind. Ja, die Schulen wurden meist schon so Mitte bis Ende März geschlossen und sind auch noch bis Ende September geschlossen. Das ist ein großes Problem, weil oftmals die Kinder die einzige warme Mahlzeit in unseren Schulen bekommen. So sitzen sie dann zu Hause bei ihren Eltern, können durch den Lockout das Haus nicht verlassen und unsere Partnerorganisationen vor Ort, mit denen wir ja auch die Schulprojekte umsetzen, sie haben die Kinder dann mit Essen versorgt. Das Problem ist oftmals auch gerade in Afrika, dass Corona mit Ebola verwechselt wird. Und allein vor Ebola haben sie natürlich panische Angst. Bis das in dem letzten Dorf angekommen ist, was Corona wirklich bedeutet, dauert es oft Wochen und Monate. Gerade die Hygiene ist so wichtig. Und das versuchen auch unsere Partnerorganisationen in Verbindung mit uns in diese Dörfer hineinzutragen. Umso wichtiger ist es, dass der Lockout bald aufhört, damit dann die Kinder in der Schule auch wieder vorbereitet werden auf die Zukunft und natürlich, wie man mit Hygiene umgeht. Everybody needs a friend, someone who can help you out. Der Bau von 5 weiteren AIDA-Projekten wird ja bald wieder beginnen. Und am Ende des Jahres haben wir schon im zweistelligen Bereich Schulen gebaut. Tausende von Kindern erleben durch eure Unterstützung Bildung, dadurch ein selbstbestimmtes Leben und müssen nicht irgendwelchen Diktatoren oder Espoten dann folgen. Ich bin dankbar, dass es euch gibt. Haltet durch, wir haben eine schwere Zeit. Bald wird es wieder losgehen, die Kreuzfahrten werden wieder die Meere erobern und wir werden wieder Gelder sammeln können zu dem Bau von Schulen. Danke, dass ihr euch einsetzt. Bleibt positiv und denkt dran, bei all dem, was wir tun, das kommt den Ärmsten der Armen zugute. Danke euch wirklich sehr. Euer Rainer. Unsere Clubis haben es wirklich auch schwer gerade und besonders Dodo verliert niemals den Mut und freut sich schon, wenn es wieder losgeht. Und um die Zeit zu überbrücken, nimmt er an Ausflügen teil. Wie das aussieht, das seht ihr gleich. Was ich aber noch sagen wollte ist, ihr könnt eure schönsten Ausflugsbilder heute hier unten drunter posten. Und jetzt mit Dodo auf Ausflug. Ja, der Ausflug war nicht ganz so optimal. Ich denke, da wird es nicht viele tolle Erinnerungen geben und auch nicht viele Bilder. Die richtig tollen Ausflüge, die gibt es nur bei AIDA. Und wie man die richtigen Fotos macht, das sagen jetzt die Kollegen vom Photoshop. Bitteschön. Hallo, wir sind das Fototeam von der AIDA Cara. Ich bin die Carina. Und ich bin die Eva. Heute zeigen wir euch, wie man schöne Porträtfotos macht.
Als erstes braucht man dafür natürlich ein schönes Plätzchen. Wir haben hier schon auf Deck 10 was gefunden, wo man wirklich schöne Bilder machen kann. Für Porträtaufnahmen benutze ich besonders gerne dieses Objektiv mit einer Festbrennweite von 85 mm, das besonders lichtstark ist. Um die Person in den Vordergrund zu rücken, empfiehlt es sich, mit einer geringen Tiefenschärfe zu arbeiten. Die erzielen wir, indem wir eine kleine Blendenzahl, wie zum Beispiel 2,8, verwenden. Belichtungszeit und ISO müssen wir abhängig von der Helligkeit der Umgebung anpassen. Damit das Gesicht schön ausgeleuchtet wird, benutzen wir einen Aufsteckblitz. Beim Fotografieren sollte man darauf achten, dass das Model nicht direkt in die Sonne schaut. Außerdem spielen Perspektive und Körperhaltung eine wichtige Rolle, um die Person vorteilhaft aussehen zu lassen. Das waren jetzt nur ein paar kleine Tipps, aber damit kann man schon richtig schöne Porträtfotos erzielen. Edutainer und Sportexperte Alexander Leipold ist jetzt da und der hat für euch einen Gruß. Hallo, mein Name ist Alexander Leipold. Ich liebe die AIDA, weil für mich Kreuzfahren die schönste Art zu reisen ist. Und die AIDA das schönste Schiff mit dem tollen Kussmundi. Das Entertainment-Programm ist super und ich vermisse wirklich schon dieses Urlaubsfeeling, wenn ich an der Reling stehe, aus dem Hafen auslaufe und das schöne Lied höre, Sail Away, dann ist man wirklich direkt im Urlaub. Und ich freue mich sehr und besonders auf mein Sportprogramm für Sie. Etwas Besonderes zeigen, woran Sie Spaß haben, an neue Länder, die man kennenlernt, an geniale Shows, an grandioses Essen und an Gäste, die zu Freunden werden. Bis bald bei der nächsten Kreuzfahrt mit AIDA. Da seid ihr! Wir sind Krieger! Au, au, au! Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von Bord mit der wunderbarsten Musik, diesmal von Menard mit seiner Band Wild Ritz, hat er an Bord geschrieben, extra für euch. We won't fly, and when the sun
Mach mal Hände vor. So. Hallo. Das läuft. Ja, 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 ja. Autsch. Das Lächeln. Im Photoshop. Das war. Auf was freust du dich denn am meisten in deinem Urlaub? Jeder Tag ein anderer Abend. Dazu das schönste Lächeln. Nein. Ihr schönstes Lächeln. Welcome in Bahrain. Warum? Jeder Tag ein anderer Abend. Dazu das schönste Lächeln. Und jetzt viel Spaß, Leute. Dazu das schönste Lächeln. Ich hau doch. Hallo. Die gesamte Besatzung und wir hoffen, dass wir eine unvergessliche Zeit hatten. Dass wir hier eine unvergessliche Zeit hatten. Die hatten wir. Das ist wirklich so toll hier am Bord. Es ist total, 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 total. So, jetzt sind wir fertig. Ja.